Hallo Leute und willkommen zurück zur Asylum Challenge. Julie ist inspiriert und schreibt hier gerade noch ein bisschen an ihrem Lied weiter. Das ist auch okay so. Und was machen die anderen? Ellie spinnt rum, Moppel repariert. Das ist schön. Und ich habe gerade vor dieser Aufnahme mal nachgeschaut, ob das hier das Letzte ist, was wir machen müssen. Dass wir tatsächlich nur noch das eine Lied schreiben müssen. Und nein, es ist leider die vorletzte, ja, ich sag jetzt mal die vorletzte Stufe. Eine gibt es dann noch. Oder? 2 von 4. Ja, okay. Gut, ich wollte gerade sagen, hä, irgendwie merkwürdig. Hä, 2 von 4? Moment. Moment, wo stand das jetzt gerade? 2 von 4. Wo stand denn das jetzt hier? Warum denn 2 von 4? Ich habe doch gelesen, da gibt es nur noch... Ach so, vermutlich, weil wir 2 von 4 erfüllt haben. Das hier ist jetzt das dritte. Ah, und dann kommt Nummer 4. Okay. So, das heißt, dass die Challenge tatsächlich noch ein bisschen gehen wird. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten hier bald schon alles erledigt. Aber nein, das ist nicht der Fall. Wo gehen wir denn ins Bett? Gehen wir hier zu Carlo? Nee, komm, wir gehen hier hin. Und das bedeutet, dass wir uns mit den Gemälden auch noch ein bisschen... Ah, stopp, stopp. Noch ein bisschen Zeit lassen können. Ich verkaufe das erstmal. Ich habe nämlich schon gedacht, boah, wir müssen jetzt ganz schnell hier alle irgendwie malen und... Oh nee, jetzt will Shiva hier hin. Oh Gott, Julie. Ja, pass auf. Julie, pass auf, dann gehe ich hier hin, wenn Shiva dahin geht. Außer natürlich, Ellie geht jetzt dahin. Oh nee, oder? Will die wohl mit Carlo zusammen ins Bett gehen? Auf jeden Fall beschwert sie sich über den Gestank. Ja gut, oh Ellie, das tut mir jetzt leid. Ich hätte natürlich auch dahin gehen können. Machst du das jetzt noch? Schmeißt du sie hier raus? Ja, sehr gut. Das freut mich. So, Moppel schmeißt die Shiva da raus. Okay. Ja, wie gesagt, die Challenge wird also noch ein bisschen... Wer ist das? Honeyball, nein, leider nicht. Wird noch ein bisschen gehen. Wir haben also noch ein bisschen Zeit, die Bilder zu malen. Ich hatte jetzt schon in der letzten Folge gedacht, dass das hier alles super schnell gehen muss. Aber nein, muss es dann nicht. Ich packe das einfach mal wieder so in den Mülleimer. Und spule ein bisschen vor. Oh, Shiva malt was Schönes. Ich bin mal gespannt, wer heute mit wem rumknutscht. Oder rummacht. Oder tatsächlich ein Techtelmechtel hat. Ich bin sehr gespannt. So, Julie pennt jetzt erstmal aus. Das ist auch voll okay so. Ich habe übrigens letztens mal in den... Oh Gott, da ist ja schon wieder was kaputt. Letztens mal irgendwas in den Kommentaren gelesen. Auch nicht so ganz freundlich. Auch nicht so ganz böse, aber auch nicht so ganz freundlich. So nach dem Motto, ja, lass die Julie halt mal ausschlafen zum Anfang der Folge. Ja, Leute, also ich meine, wenn ich die ganze Zeit nicht aufnehme, während Julie schläft, ist das total blöd. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist halt so. Die Challenge ist so, dass wir nur Julie steuern können. Und ich habe es von Anfang an gesagt, es hat hier viel mit Beobachten der anderen Sims zu tun. Und wenn Julie dann nun mal schläft, dann schläft sie. Ich finde das ja auch nicht toll, aber ich muss das ja auch ertragen. Wisst ihr, wie ich meine? Und ich spule ja schon relativ viel vor, wenn gerade nichts Interessantes stattfindet, so wie jetzt zum Beispiel. Und ja... Deshalb, das immer rauszuschneiden, fände ich doof. Finde ich ein kleines bisschen blöd. Aber hier passiert auch gerade echt nichts. So, Carlo geht wieder duschen. Wie wäre es denn, wenn ihr das mal wieder... Ach, möchtest du das jetzt essen? Ich wollte gerade sagen, wenn ihr das mal wieder in den Kühlschrank packt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob Moppel das essen will. Okay, 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 okay. Hier ist wieder Stress. Und Moppel ist schwindelig. Wenn du das nicht isst, dann packe ich das hier rein, mein Lieber. Was habt ihr denn da wieder? Sehr beschämt. Okay, Luna, immer noch inspiriert am Trainieren. Oh Gott, er ist sehr traurig. Und Julie muss dann so langsam mal zum Klo. Okay, das ist aber in Ordnung, wenn du jetzt gerade noch ein bisschen schläfst. So, Helga auch am Pennen. Carlo in der Dusche. Salvador auch am Schlafen. Okay, oh Moppel. Die ist richtig schwindelig, ne? Huh, Helga. Hallo Helga. Helga muss auch zum Klo. Dann lasse ich ihn jetzt erstmal gehen und dann werde ich Julie aufwecken. Jo, das passt mit dem Teller, sehr schön. Genau, Helga, spül erstmal, das ist wunderbar. Und ich denke, in der Zwischenzeit kann Julie schon mal aufstehen und auf jeden Fall hier runterkommen. Oh, du Arme, ja, schaffst du das noch? Also bis dahin ist Helga auf jeden Fall fertig. Oh, der Arme hat das Herz gebrochen. Das tut mir so unglaublich leid. Wenn du jetzt noch ein bisschen schneller pieselst, dann kann auch die Julie gleich noch passend aufs Klo gehen. Ach, Moppel, dir war schon mal schwindelig. Was ist denn da immer los? Helga, kommst du jetzt mal bitte vom Klo runter? Ah, sehr gut.
Sehr gut. Spül noch mal bitte und dann geht die Julie. Und dann hoffe ich, dass jetzt noch was zu essen da ist. Ist da noch was? Nein, da ist nichts mehr. Oh, wie ich das hasse, ne? Wie ich das hasse, wenn nichts mehr da ist. Da ist auch nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Rührei essen. Oh, cool. Julie, hast du jetzt... Was? Was, Julie? Hä? Hä? Was war das denn jetzt? Spülen. Ach so, nein, du musst nicht spülen. Nein, Julie, bitte. Bitte, nein. Was macht sie? Hä, sie hat doch hier gerade... Sie hat doch hier gerade schon Rührei hingestellt. Was ist denn los? Okay, ich bin dafür. Selbstironisch scherzen, Tag verschönern. Wir quatschen einfach ein bisschen mit Moppel. Schmeicheln ist natürlich immer nett. Über Träume reden, ja, können wir auch mal machen. Anbrüllen muss jetzt nicht sein. Über Karriere lügen, nein. Mit Moppel ein Zim im Liebeswahn ansehen, nee, auch nicht. Fesselnde Geschichte, bitte in die Sterne, nee, Bewunderung ausdrücken. Helga, was ist mit dir? Er denkt an Julie, aber das gibt hier jetzt kein Problem, ne, dass die beiden da einfach nur quatschen. Boah, Luna, wie lange trainierst du denn? Ah, okay, gerade fertig. Ich wollte schon sagen, wie lange trainiert sie denn? Och, Moppel. Was hat er vor, Helga? Düsteres Kompliment machen, ne? Da bin ich gespannt, wie Julie das auffasst. Oh, Levelaufstieg, ach cool. Neue Erfindung beschreiben, kennenlernen. Ach Luna, spinn dich um, da hinten auf dem Klo. Och Helga, du armer, düsterer Mann. Ich habe so das Gefühl, dass heute nicht so eine romantische Folge wird. Also irgendwie, bis jetzt hat noch niemand jemand anderen geküsst. Es ist noch nichts Großartiges passiert. Aber gut, vielleicht kommt das noch. Minus 5. Wer hat sich da wieder was zu essen gemacht? Helga natürlich. Luna, was ist mit dir? Luna ist müde. Okay, Julie, du futterst jetzt erstmal auf. Okay, Carlo ist am Schlafen. Moppel trainiert da gerade. Wisst ihr was? Dann bin ich echt dafür. Oh, sehr inspiriert, dass wir gleich noch an unserem Lied weitermachen. Wenn das echt nicht die letzte Stufe ist, dann... Nee, ich muss das ja hier machen. Dann sollten wir zumindest damit fertig werden. Achso, den Teller hast du direkt hier nebengestellt. Das ist wunderbar. So, die ganzen Fotos... Ach nee, die wollte ich ja nicht verkaufen. Stimmt. Ich wollte gerade sagen, soll ich die Fotos verkaufen? Aber nein. So, Julie ist da beschäftigt. Alles klar. Ist hier draußen mal irgendwas los? Nein, nicht so wirklich. Was ist denn da hinten? Ach, das ist nur eine Laterne. Ich dachte gerade schon, was ist das? Aber okay. So, Julie. Oh, du hast nicht mal ein Viertel davon geschafft. Ach, Manu. Dass das immer so lange dauert. Und jetzt, wo die meisten hier schlafen, ist es natürlich extrem schade. Auch jetzt ist Luna auch noch eingepennt. Helga, was ist mit dir? Möchtest du vielleicht Luna ein bisschen anmachen? Nein, möchtest du nicht. Okay. Und was steht hier jetzt wieder rum? Einfach irgendeine Schüssel, die sich nicht in den Mülleimer ziehen lassen will. Ich hab dir da den Fernseher angemacht. Was ist denn mit der Schüssel hier? Ist die noch voll? Nee, die ist doch leer. Ja, geht doch. So, Julie, ich weiß nicht. Ah, das heute komplett fertig spielen, das ist so langweilig. Aber wir müssen es halt fertig bekommen, ne? Das ist es halt. Was macht Luna jetzt? Ah, die macht ja jetzt schon wieder was zu essen. Luna, was kochst du da? Das sieht... Das sah gerade von weiter weg ein bisschen eklig aus. Aber es ist, glaube ich... Was sind das? Macaroni? Ja, Macaroni und Käse. Okay, so, Julie, Hälfte haben wir. Wisst ihr was? Wir machen das heute fertig. Wir machen das heute fertig, auf jeden Fall. Weil dann haben wir nämlich endlich die nächsten Aufgaben. Und ich bin gespannt... Was uns denn da erwartet? Was ist denn jetzt hier los? Ellie ist wach. Die macht sich auch was zu essen. War jetzt tatsächlich vorhin nur noch ein Rührei da? Als Julie das genommen hat? Was machst du dir denn? Was ist das? Werden das Macaroni mit Käse? Nee, irgendwas mit Eiern. Hä? Ich habe keine Ahnung, was du da fabrizierst. Level 7 der Fitnessfähigkeit. Salvador, du starker, muskulöser Mann. Es ist immer schön, dich in Aktion zu sehen. So, Julie, komm, ein bisschen noch. Ich weiß, du bist dreckig, aber das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt auf jeden Fall fertig.
geht's denn dir sonst so? Ja gut, Hygiene, müde wirst du dann früher oder später auch sein, aber damit muss man leben. Ellie, was ist los? Warum weinst du? Zum Scheitern verurteilte Beziehung. Warum frage ich eigentlich? Es sind ja rhetorische Fragen, aber trotzdem. Warum? Was, jetzt nimmt er ihr das einfach weg? Tantiemenbericht? Was ist das denn? Okay, Tantiemenbericht? Hat er ihr das einfach weggenommen? Ja, ganz ehrlich, warum frage ich eigentlich, warum die Sims traurig sind? Es ist klar, warum alle traurig sind. Weil hier jede Beziehung zum Scheitern verurteilt ist. So, ich packe nochmal eben den Teller da kurz rein. So, Julie, komm, die letzte halbe Stunde, Stunde, würde ich sagen. Und dann sind wir damit auch durch. Und es ist auch gerade echt nichts anderes los. Was macht Luna? Oh, Luna fühlt sich... Oh, Luna fühlt sich sehr unwohl. Carlo ist wach. Das ist natürlich schön. Helga möchte was malen. Achso, Helga malt sogar schon. Shiva, was ist mit dir los? Geh doch zum Klo, wenn du musst. Shiva, fang doch nicht an zu trainieren. Julie ist fertig. Ja, oh, wie cool. Endlich. Endlich fertig. So, ein sentimentales Stück fortsetzen. So, ja, wir haben es. Okay, das ist aber jetzt echt nicht alles, oder? So, ein sentimentales Lied. Wir nennen es, natürlich irgendwas mit Julian. Wer Julian noch kennt, der weiß Bescheid. Wie nennen wir es denn? Julians Tränen. Keine Ahnung, mir fällt echt nichts anderes ein. So, nennen wir es Julians Tränen. Julie hat soeben ein Lied auf dem Instrument. Ja, ja, bla bla, okay. So, jetzt kommt's. Fähigkeiten Level 10 auf einem Instrument erreichen. Das haben wir schon. 75 Stunden mit dem Spielen vom Musikinstrument verbracht. Okay, da haben wir schon 70. Andere 3 Stunden in Musik unterrichten. Klicke auf einen Sim, der ein Musikinstrument spielt und wähle unterrichten. Diese Interaktion wird freigeschaltet, sobald eine Musikinstrumentfähigkeit maximiert wurde. Okay, die Sache ist die, dass ja niemand anderes hier freiwillig Geige spielt, ne? Was hast du jetzt vor? Küssen. Ja, nee, küssen muss jetzt nicht sein. Es wäre schön, wenn du... Oh, die Dusche ist wieder kaputt. Was ist das denn? Was ist das denn? Glockenläuten? Ist das im... Was? Ist das hier? Ja, ne? Wow. Ich wollte gerade sagen, wo zur Hölle läuten hier die Glocken? Julie, geh mal bitte duschen. Unter der verbackten Dusche, weil die mal wieder an ist. Wer weint in deinem Schrank? Shiva? Ja, Shiva. Okay. So. Oh Gott, sie ist auch beschämt. Leute, ich glaube, da ja niemand anders Geige spielt und ich die auch nicht steuern kann, muss ich das... Na, wo kommen denn die Glocken her? Ich habe keinen Plan. Muss ich das, glaube ich, bei den Gruppenaktivitäten mal ändern, oder? Techtelmechtel mit jedem romantisch sein. Oh! 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 Die beiden? Ist es geil! Ist es geil, vor allem mit diesem komischen Film oder der komischen Serie im Hintergrund. Macht ihr auch noch was anderes? Wollt ihr euch vielleicht mal küssen? Huch, Helga! Und Helga schaut sich das Ganze an. Jetzt will er Schach spielen. Gut, Leute, ich muss hier irgendwas entfernen. Techtelmechtel mit jedem. Objekte reparieren. Aktivität entfernen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich entfernen soll. Ich glaube, ich entferne die Romantik. Ich schaue nur gerade nebenbei, was hier so passiert. Ja, ich glaube, ich entferne die Romantik. Das machen wir mal. Versammlung enden. Und dann fügen wir dort mal Geige spielen hinzu. Hobbys, Kunst und Musik. So, Geige spielen. Sehr schön. Damit die anderen nämlich überhaupt mal an die Geige gehen. Das war ja bis jetzt irgendwie nie der Fall. Was ist hier jetzt los? Habt ihr da Stress oder ist alles gut? Oh, Carlo legt direkt los. Ja. Oh, wie geil. Julie ist schon wieder müde. Ja, kein Wunder. Er legt direkt los. Oh nein, bitte. Oh nein, das wird sich jetzt wieder ewig lange total schrecklich anhören. Ach, Carlo, bitte. Aber gut, das muss wohl sein. Hä? Ihr alle drei denkt an Salvador? Salvador und Helga, das läuft gerade so mittelmäßig, kann es sein? Hallo, was läuft da mit euch?
Ich habe keinen Plan. So, die Dusche. Reparaturservice. Nee, komm, wir reparieren mal eben. Das können wir machen. Das war... Oh, Carlo, das war's jetzt schon mit der Geige? Ich habe gedacht, ich kann noch locker die Dusche reparieren. Und dann kann ich dich da unterrichten. Das ist natürlich blöde. Die beiden wieder, ne? Nein, oder? Techtel. Okay. Gut. Okay, geht ihr ins Bett dafür? Ja, geht ins Bett von mir aus. So, schnappt sich jemand eventuell die Geige? Das wäre total schön. Julie, hör mal bitte auf damit. Schnappt sich jemand von euch die Geige? Ja, Salvador. Oh, cool. Dann probiere ich das direkt mal. Selbstironisch scherzen. Wie geht denn das? Wie geht denn das? Gruppengeschichte erzählen? Freundlich? Ästhetik beschreiben? Über Interessen reden? Ach, Julie, ich möchte nicht, dass du ins Bett gehst. Warte mal eben. Warte mal eben, da muss ich nochmal nachschauen. So, andere 3 Stunden. Klicke auf ein Sim, der ein Musikinstrument spielt und wähle unterrichten. Sobald eine Musikinstrumentfähigkeit maximiert wurde. Ja, aber hat sie ja schon. Okay. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei freundlich ist, oder? Über Farbtheorie reden, über Kochen reden. Aktionen, nein, einladen zu. Gruppen, nein, über Leiter beschweren. Nein. Okay, was? Was, Leute? Leute, wo ist das? Da werde ich mich nachher nochmal informieren. Oder aber ihr schreibt es mir in die Kommentare. Eins von beidem. Julie hat auch schon wieder Hunger. Warum funktioniert das nicht? Zuschauen, das geht. Mit Handschocker reinlegen, nein. Unfug, lustig. Nee, das geht hier alles nicht. Julie, da du auch Hunger hast, bin ich dafür. Ist denn jetzt noch was da? Nee, es ist nur so ein bisschen blöde Milch da, die wollen wir nicht. Dann kannst du von mir aus was kochen. Hey, du kannst mal wieder einen Salat machen. Das passt dann schon. Und ich versuche weiter rauszufinden, warum das nicht geht. Gruppe ansehen, absurdes Gerücht verbreiten. Freundlich? Nein! Level 2 der Geigenfähigkeit. Oh Gott, das klingt so schrecklich. Nee, ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht muss Julie dafür auch in einer bestimmten Stimmung sein oder so? Ich weiß es nicht. Ja, okay, also die 5 Stunden noch spielen, das ist ja kein Ding. Und Level 10 haben wir auch erreicht. Sobald eine Musikinstrumentfähigkeit maximiert wurde. Ja, das muss ja ihre Musikfähigkeit... Hallo? Das muss ja ihre Musikfähigkeit sein und nicht die des anderen. Das ergibt ja keinen Sinn. Oh nein. Och, Julie, du armes Ding. Das tut mir leid. Honeyball. Nee, danke, Honey. Ich darf leider nicht rüberkommen. Schade, schade. Oh, gebrochenes Herz. Och, Menno. Traurig. Gut, komm, mach mal deinen Salat da bitte noch fertig. Und dann werde ich gleich nach dieser Aufnahme auf jeden Fall mal googeln und mich informieren, wie man denn in Musik unterrichtet. So, genau, jetzt kannst du dir das schöne Gericht nehmen. Und vielleicht, Ellie ist da gerade beschäftigt, vielleicht irgendwie um Rat bitten. Ich weiß ja nicht, ich will, dass sie besser drauf ist. Vielleicht macht der Carlo da was Lustiges, aber wenn er weiterhin da mit Moppel rummacht oder flirtet, dann wird es schwierig. Über Kochen reden, über Interessen reden, ja, einfach mal irgendwas um Rat bitten, Tag verschönern. Julie, kommst du hier hin? Julie, nein. Du sollst dein Essen... Sag mal, du sollst dein Essen mitnehmen. Nimm doch... Oh nein, jetzt hat Helga sich das genommen. Ey, das ist doch unfassbar. Das ist doch unfassbar. Gartensalat essen. Julie, pass mal auf. Also der Salat ist jetzt gerade echt wichtig. Ein Gericht nehmen. Geh da bitte hin und hol dir was. Und dann kannst du mit Luna oder mit Carlo oder mit wem auch immer einfach quatschen. Verrückten Plan vorschlagen, Bewunderung ausdrücken, ja, von mir aus. So, Shiva wild am Trainieren. Und er spielte einfach weiter Geige. So,
Jetzt sind wir gerade inspiriert. Können wir es dann vielleicht machen? Aktion Unfug. Soll ich den denn unterrichten? Nee, ich glaube, ich check das heute nicht mehr in dieser Folge. Aber gut, macht ja auch nichts. Spinnt die Dusche wieder? Die Dusche spinnt wieder, okay. Luna, du bist mega dreckig. Das ist dir bewusst, oder? Will ich zumindest hoffen. Und Julie ist mega müde. Ja gut, aufessen wäre jetzt natürlich schön und gut. Vielleicht noch zum Klo. Und dann kannst du auch schon wieder ins Bett gehen. So, das kommt hier hin. Moppel futtert da gerade den Joghurt. Chi war immer noch beschäftigt. Oh, Salvador, das klingt so schrecklich. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen froh, dass wir mit Julie diese Phase überwunden haben. In der es so schrecklich klingt. Shiva auch total dreckig. Na, die werden jetzt sowieso nicht vernünftig duschen, weil die Dusche nämlich wieder rumspinnt. Aber okay. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's. Was hast du vor? Mit Shiva plaudern. Das war's für diese Folge. Wir haben das vorletzte Ziel des Bestrebens erreicht. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.